Im Schladminger Kongress findet eine große Willkommensparty für 10 Delegationen der Special Olympics, deren Begleiter und Besucher statt. Beim Eingang erhält jeder ein Herz aus Holz, entsprechend dem Motto der Spiele Heartbeat for the World. Ich habe gestern ein Christi-Erlebnis schon gehabt am Flughafen in Salzburg. Die litauische Delegation ist angekommen. Ein Erlebnis. Wirklich ein Herzschlag, den man von jedem spürt, der Special Olympics Teilnehmer ist. Bei den Delegationen, bei den Begleitern, bei allen, die was damit zu tun haben, das Welcome-Team in Salzburg am Flughafen gestern, der Herzschlag ist spürbar. Ein Kinderchor singt Volkslieder, bei dem die Sportler auch gleich mitmachen. Da merkt man ja schon diese ganze Atmosphäre, die hier bei diesen Special Olympics Gedanken und Bewegungen eigentlich herrscht. Das ist einzigartig. Die Verantwortlichen tun alles, damit sich die Sportler bei uns wohlfühlen. Der heutige Tag war damit auch ausgezeichnet, dass sich die Nationen, die Mannschaften, aber vor allem unsere Sportlerinnen und Sportler extrem wohlgefühlt haben. Die Möglichkeiten in der Ramsau, die dort geboten worden sind, unter anderem durch unsere Schulen, sind hervorragend angenommen worden. Und wenn man gesehen hat, vom Schurfplatteln und anfangen über andere Möglichkeiten, die Kultur, die wir in Österreich haben, unsere Werte, die wir leben und vor allem unsere Herzlichkeit und unsere Gastfreundschaft, die haben wir transportiert. Und der Tag der ersten Bewerbe rückt immer näher. Ja, wir sind eine Eiskunstlaufgruppe und wir werden, wie gesagt, morgen nach Graz fahren und am Donnerstag geht es dann schon mit dem Training los und mit den ersten Wettkämpfen in der Pflicht. Musikalischer Höhepunkt an diesem Abend ist der Auftritt der Gruppe Steirer Blut. Ich mache das auf jeden Fall sehr gerne, es ist mir eine riesengroße Ehre, weil ich auch der Meinung bin von den Leuten. Erstens mag ich es sehr gerne, sie sind so lieb und nett und freundlich und immer, es ist immer lustig, wenn wir mit einer benannt sind. Und zweitens, ich glaube auch, man kann sich sehr viel von den Leuten abschauen. Wie wichtig diese Spiele sind, betont Günther Ziesel. Gerade Menschen, die besondere Bedürfnisse haben, brauchen dieses Gefühl, angenommen zu sein, zur Gesellschaft zu gehören, nicht an den Rand gestellt zu werden. Und nichts kann das besser ausdrücken als diese Spiele, die als Weltspiele ein unerhört großes und bedeutendes Ereignis sind. Im Himmel auf die Stelle.